Es war trotzdem nicht sehr schön. Wow. Also einmal nicht der Raum mit den Stacheln, wo ich die Paladin-Methode benutzen musste. Und eben gerade aus dem Ausweichen. So. Wir müssen jetzt... Wir sind ganz schön umgelaufen. Aber gut, gucken wir, ob wir irgendwo noch unterwegs Sachen zum Zerstören finden für Hühnchen. Oder Gegner zum Ausbluten. Warte mal. War hier noch eine Statue? Nein. Also, gibt es da unten eine Verbindung bei der Truhe? Nee. Also runter, runter, links. So. Kein Hühnchen. Eine Münze, nö. Ah, okay. So. Und da war der Raum. Hier nach oben? Okay. Hallo. 100.000. Sauber. Oh. Schwung. Genau rein. Ah ja. Damit hätten wir jetzt offiziell den Maya-Bereich aufgeklärt. So muss es sein. Also wir können jetzt mit einem Helden alles clearen und dabei 100.000 Gold machen, ohne einen Boss zu killen. Das ist krass. So, haben wir immer noch Statuen über. Gucken wir mal kurz. Also Waldboss, nein. Waldeingang. Nein. Höllenboss? Ja. Hölleneingang? Nein. Maya-Eingang? Nö. Und Maya-Boss. Und wenn nicht, dann halt nicht. Nö. Okay. Jetzt beginnen wir den größten Fehler unseres Lebens. In diesem Let's Play. Ach stimmt, das Tutorial. Hier können wir auch noch Lebenspunkte bekommen. Sehr gut. Und voll, ja. Warte mal, dich können wir auch mitnehmen. So. Aber ja, ich denke, wir werden keinen Fehler begehen. Wir werden nämlich einfach sterben. Denn wir haben nicht die richtigen Runen drin, um den zu besiegen. Wir haben nur einen Doppelsprung. Damit werden wir diesen Q-Tips aus dem Boden nicht ordentlich ausweichen können. Ja. Kein Fliegen, kein gar nichts. Mal gucken wir mal. So. Hallo Johannes. Mal wieder. Mhm. Töten. Viel Schaden. Oh. Okay. Also Körperkontakt mit ihm macht immer noch Schaden. Au. Weg, 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 weg. Schmeißt gar... Hey! Ja, das wird definitiv nichts. Au. Weg, 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 weg. So. Ja. So. Okay. Von denen. Jo. Hallo. Also, Hühnchen,
Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Wow. Wir machen ja richtig gut Schaden bei dem. Okay, letzte Chance. Wollen wir einen Rückzieher machen und einfach sterben oder wollen wir ihn jetzt umbringen? Das ist Antwort genug. Oh Gott. Und vorbei. New Game Plus Plus ist da. Zonk. Gold. 122.000. Ja, Ungeduld hat mal wieder gesiegt. Wie sich das für Kirurin gehört. Das heißt, wir lassen jetzt nochmal den Abspann hier durchlaufen. Geben dann ganz, ganz, ganz viel Gold aus. Und hoffen, dass wir einfach dieses Mal den New Game Plus Plus besser überstehen als letztes Mal. Wenn dem nicht so sein sollte, also wenn wir jetzt 10-mal in Folge nur 6 Gegner oder so schaffen, dann werde ich einfach auf Cramra so lange spielen, bis ich stark genug bin, um weiterzumachen. Aber ich hoffe mal, dazu wird es nichts kommen. Überspringen konnten wir dich nicht, ne? Doch, konnten wir. Nur das hier konnten wir nicht überspringen. Jo. Also ja, off-camera würde ich ungern spielen, aber das sehe ich so als letzte Lösung. Ja. Aber nee, ich denke mal, allein dadurch, dass wir die Spezialfähigkeiten jetzt benutzen, dass wir so viel Kohle jetzt haben, um Upgrade zu kaufen, dass wir das dunkle Schwert haben, die Drachenplatte, die wir uns nur angucken wollen und den ganzen anderen Schnickschnack. Das muss einfach hinhauen. Das geht gar nicht anders. Aber ja, lassen wir kurz noch das Outro hier durchlaufen und sehen uns gleich wieder, wenn New Game Plus Plus anfängt. Also bis gleich. Und da wären wir wieder bei der Burg. Schöne große Burg. 62 Kinder. Das sind wesentlich mehr als beim letzten New Game Plus. Letztes Mal hatten wir beim New Game 55 Leben oder so. Beim New Game Plus nur 30 oder so. Und jetzt hatten wir beim New Game Plus schon doppelt so viel. Also ja, das müsste hinhauen. Ah. New Game Plus. Plus. So, gucken wir, was wir Neues haben. Wir haben das Holy Sword, das mehr Mana macht. Und Siphon. Das Royal Sword macht mehr Schaden. Aber nur 10 mehr Schaden. Und Vampirism, Siphon und Air Touch. Das, ja, geht nichts drüber. So, was haben wir hier? Mehr Leben, mehr Mana. Ist also besser. Bräuchten wir mehr Gewicht. Okay, was haben wir noch? Dragon Chest schlechter. Holy Chest ist magierartiger. Slayer Chest. Wie gesagt, ne? Slayer Ausrüstung halt. Nochmal Slayer Ausrüstung. Und genau hier das Sky Cape. Air Jump plus 2. Oder 50% Crit Damage. Das ist gar nicht so toll. Ein dreifach Air Jump. Also ja, wir brauchen nicht. Wir brauchen nur einmal Gewicht für den besseren Helm. Das machen wir jetzt. So. Einmal Gewicht. Das war nicht viel Gold. So. Wir hätten jetzt den besseren Helm. Ganz gern. So. Der Rest. Slayer. 18 Rüstung ist nicht so viel. 4 Crit-Chance ist aber auch nicht viel. Aber ja. 50 Crit Damage. Brauche ich nicht wirklich. Ist schön, brauche ich nicht wirklich. Vampirismus werden wir im New Game Plus Plus nicht brauchen, weil wir nicht so viele Gegner killen. Mehr Rüstung wäre praktisch. Oder nochmal mehr Springen für besseres Ausweichen. Aber so wirklich überzeugt mich davon auch nicht. Okay, also lassen wir erstmal die Finger von der Ausrüstung. Wie schaut es bei dir aus? Du hast momentan Doppelsprung drin. Wir können immer noch die Gegner runterschrauben, wenn sie wirklich zu schwer werden.
Das hatten wir beim letzten Mal beim New Game Plus Plus auch nicht gemacht. Blut lasse ich erstmal drin. So wird auch okay. Okay, also wir haben jetzt 115.000 zu verballern. Was brauchen wir? Wir brauchen sehr viel mehr Angriffskraft, damit wir die Gegner töten können. Wir brauchen aber auch eine höhere Crit-Chance. Und mehr Crit-Damage. Und mehr Lebenspunkte. Und mehr Rüstung. In welcher Reihenfolge? Ich denke zuerst Angriffskraft. 50 von 75 Stufen jetzt schon. So, und nächste Stufe kostet 6.600. Jetzt erhöhe ich erstmal... Wie viel kostet die Rüstung? Auch schon 5.000. Jetzt nehme ich erstmal Leben. So, 50 von 75 Leben. Das ist okay. Crit-Chance prügele ich jetzt hoch. Crit-Chance ist auf Max. 50%. Sehr schön. Also jeder zweite Schlag ist ein Crit. Das heißt, nächstes wäre Crit-Damage erhöhen und Rüstung und allgemein Mana und Int. Aber ja, das muss eine sehr gute Grundlage sein. Hoffe ich. So, Charon, schluck mein schönes Geld und bitte, 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 lass uns mehr als 6 Gegner töten. Bitte, bitte, bitte. So, das war schon mal einer. Oh. Die sind gar nicht so viel stärker. Das waren jetzt schon 3. Zugegeben 3 schwache, aber... Genau, immer an das Schild denken. Oh. Aber ist machbar, ist alles... Wow. Machbar. Komm schon. Jo. Das waren jetzt schon 6 Gegner. Und es geht. Wir haben 50% Lebenspunkte. Wir schaffen den New Game Plus Plus. Also noch nicht sehr weit. Aber das müssen wir auch gar nicht. Es geht nur darum, dass man nicht verzweifelt davor steht und nach jedem Leben, das eh nur 5 Sekunden dauert, heulend in der Ecke liegt. Sehr gut. Also, springen, springen, dashen. Vampirrune Bracer. Sehr schön. Und jetzt werden wir Schritt für Schritt... Das ist ein großes Bild, das kenne ich noch gar nicht. Aber ja, jetzt werden wir Schritt für Schritt genug Equipment zusammenbekommen, um auch den New Game Plus Plus genauso komplett zu clearen, wie eben gerade den New Game Plus. Du wirst gar nicht zurückgeschubst. Ober zum Vishnu. So, Gold haben wir auch schon. 8.000 zusammen. 10.000 zusammen. Geht auch schneller. Sehr schön. Ja. Also war es keine schlechte Entscheidung, so früh in Anführungszeichen den New Game Plus Plus zu benutzen. Au. Ganz schön weit runtergeschmissen worden. Slayer Cape. Au. Ah, Slayer-Ausrüstung. Weiß ja nicht. Au. Kaputt. Gucken wir erstmal links. Lebenspunkte sehen nicht sehr schön aus. Okay. Oh, das war knapp. Ganz viel Gold. Ja. Kaputt. So, du könntest ein Problem werden, aber wir haben ja ein Schild. Ah, das läuft richtig gut. Also ja, wir kriegen ganz schön auf die Mütze. Unsere Lebenspunkte regenerieren sich nicht und so weiter und so weiter. Aber dafür, dass es New Game Plus Plus ist, läuft es richtig gut. Au.
Hallo? Gladiator. Nee, Gradiator. Zing. Slayer Helm. Ich denke mal, wir haben gleich alles an Ausrüstung. Oh. Und wir haben definitiv mehr als 6 Gegner umgebracht. Definitiv. Ach ja, das Leben kann schön sein. So. Wow. Autsch. Hab mich gar nicht getroffen, oder? Nö. Dann war das ein präventives Autsch für irgendwann später. So, jetzt. Ching. Boah, 4 Schläge. Und 25.000 Gold. Ein Viertel von dem, was wir eben gerade langwierig durch mehrere Etagen hindurchprügeln zusammenbekommen haben. Und ich will den Kompass. Yay! Sehr schön. Hier, wo müssen wir lang? Wir müssen nach unten rechts. Oh! Da ist eine Sackgasse. Oh, du kommst mit. Geh weg. Also müssen wir einmal nach links, dann nach oben, dann wieder nach rechts. Und da ist dann irgendwo der Geheimraum. Warum bleibt er da auf dem Boden? Oh. Also ja, der soll auf dem Boden bleiben, aber nicht so lange. Sehr komisch. Bisschen Lebenspunkte zusammenbekommen. Weil diese Guardboxes, die Zielsuchenden, die finde ich irgendwie albern. Da kommt nur ein einziges Geschoss raus. Oh. Da waren die davor schwieriger. Und auch die Feuermagier. Die Geschosse sind so langsam. Also ja, sie sind groß, aber sie sind langsam. Damit kann man arbeiten. Oh. Und das war der Cheaterraum. Das war der 1A-Cheaterraum. Man fällt runter und sofort in den Helm von diesem doofen. Das Tünchen. Ich will zu dem. Und tot. Aber ja, definitiv mehr als 6 Gegner. Kann man absolut nicht meckern. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt wieder einen Paladin. Oder ein Hokage. Hokage stirbt viel zu schnell. Barbar. Ich glaube, ich nehme den Barbaren. Der wird jetzt fast gar keinen Schaden machen. Aber dafür können wir ja den Crit Damage oder den Schaden an sich erhöhen. 6750, 3800. Ich glaube, ich erhöhe mal das hier. Ganz schön häufig sogar. 285%. Boah. 1118 Lebenspunkte. Wow. Also ja, der dürfte gut was aushalten. Die Frage ist halt nur, wie viele Schläge wir brauchen, um den Gegner umzubringen. Irgendwie fühlt er sich langsam an. Badusch. Oh, wir sollten trotzdem nicht in den Stacheln stehen bleiben. Du bist ein Doomwas. Oh, Crit zieht schon mal 50% ab vom Doomwas. Beim Paladin war ein Crit beim Doomwas Instant Kill, oder? Ich glaube schon. Nicht so gut. Aber ja, wir können ja einfach die alte Taktik benutzen. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Wir können ja einfach die alte Taktik benutzen, indem wir einfach nur mit dem Paladin. Ah, Gott verdammt! Mit dem Barbar einfach nur Kisten einsammeln. Oder auch nicht. Es geht einigermaßen.